Heute geht es einmal um zwei Zubehörteile, die ich fast täglich, zumindest aber mehrfach die Woche benutze und über die ich mich mindestens genauso oft ärgere. Das ist einmal dieser Uhrenständer hier und dann diese Uhrenlupe. Es ist schon etwas bessere, ihr könnt es vielleicht sehen, es ist die 3,5-fach Lupe von Nomos. Trotzdem ärgere ich mich. Und mittlerweile habe ich bessere Alternativen und genau die möchte ich euch heute vorstellen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, heute soll es um zwei Sachen gehen, die ich regelmäßig brauche und die mich wahnsinnig nerven im täglichen Gebrauch. Ich fange mal mit der Lupe an und ich glaube, ihr kennt das alle. Wenn man also etwas sich näher anschauen möchte, dann nimmt man die Lupe zur Hand. Die Lupe hat hier eine Abrundung und die wird dann ins Auge geklemmt. Und das Ganze sieht dann so aus. Man macht das Auge also möglichst groß, klemmt die U-Lupe da irgendwie rein, verschraubt die so ein kleines bisschen, macht ganz furchtbare Grimassen dabei und spätestens, wenn man dann nach vorne guckt und sich bewegt, dann löst sich das Ding und fällt runter. Nervig ohne Ende. Nochmal das Ganze, damit ihr seht, dass es keine Eintagsfliege ist. Das Ding kommt ins Auge, wird irgendwie da reingeklemmt. Sieht total Banane aus, aber das ist ja egal, wenn man am Schreibtisch sitzt. Und spätestens, wenn man dann anfängt, irgendwas zu machen, dann fehlt die Tiefenschärfe, weil ein Auge ist ja Lupe und das andere guckt normal. Und wenn man dann ein Band wechseln möchte, dann weiß man nicht genau, hat man jetzt schon aufs Gehäuse draufgetitscht oder ist das Bandwechselwerkzeug noch irgendwo mitten in der Luft und dann irgendwann fällt die Lupe wieder runter. Das hat mich genervt ohne Ende. Tja, deswegen musste etwas Neues her. Ein Teil für sage und schreibe 15 Euro. So sieht das gute Stück aus. Und dazu gibt es dann noch dieses hier. Ein Satz mit Aufstecklupen. Zusammengebaut wird das Ganze denkbar einfach. Man nimmt sich eine der Aufstecklupen. Klemmt die in die dafür vorgesehene Halterung rein. Und schon kann man sich das Ganze auf den Kopf setzen. Und hat eine wunderschöne Lupe mit großer Vergrößerung. Und das Beste an der ganzen Sache ist, das Ganze gibt es dann auch noch mit Licht. Sodass dann tatsächlich auch unter Beleuchtung die Uhren genau betrachtet werden können. Man kann sogar, da das Ganze ja beweglich ist, auch noch seine normale Brille darunter tragen und dann erst die Lupe runterklappen, sodass man sogar, wenn man eine Lesebrille benötigt, auch diese verwenden kann. Ich zeige euch das Ganze gleich auch nochmal in einem etwas ausführlicheren Video. Was ich sehr praktisch finde, ist, dass man die Bügel durch einen einfachen Druck austauschen kann. Man nimmt hier den Bügel weg und kann stattdessen eine Gummibandhalterung anbringen, sodass sich das ganze Teil auch wirklich verrutschfrei am Kopf justieren lässt. Und jetzt ist das Ganze wirklich absolut wackelfrei am Kopf und da passiert gar nichts mit. Betrieben wird das Ganze durch drei Batterien. Das zeige ich euch
gleich noch etwas genauer im Video. Ich lasse jetzt mal das Gummiband dran. Das andere, was ich euch zeigen wollte, was mich wahnsinnig genervt hat, das ist diese Halterung. Die hat mich deshalb genervt, weil sie permanent umfällt. Die ist sehr klein vom Standfuß her und die 5610 von G-Shock ist jetzt keine große und schwere Uhr, aber selbst die fiel permanent um, das zeige ich euch. Stattdessen habe ich mir einen etwas höherwertigen Uhrenständer gegönnt und das ist dieses wunderschöne Teil. Extrem stabil aus Aluminium mit einer gummierten Ablage für die Uhren. Wirklich stabil, da fällt nichts mehr um. Aber auch das zeige ich euch jetzt gleich noch einmal im Detailvideo. So, dann fangen wir mal mit dem wunderbaren Uhrenständer an. Ihr seht also hier die 5610 von G-Shock und ich muss gar nicht besonders viel tun. Ein wirklich ganz, ganz kleiner Stups reicht und sie fällt um. Echt nervig. Auch wenn ich sie andersrum aufspanne, was glaube ich gar nicht geht. Ihr seht es, da hält sie noch nicht mal. Also für den Schreibtisch echt, boah, es hat mich genervt. Und das ist meine Referenzuhr am Schreibtisch. Das fand ich alles andere als so richtig toll. Deswegen habe ich mir dieses Teil hier geholt. Und wenn ich jetzt diese Uhr hier aufspanne, dafür müsste ich das Band ein kleines bisschen weiter machen. Dann sitzt die Uhr bombenfest. Da passiert gar nichts mit. Die sitzt einfach und hält. Und was ich mir zudem überlegt habe, dass ich somit auch meine Uhren demnächst ein kleines bisschen rundherum abfilmen kann, weil sie so von allen Seiten zugänglich ist und auch entsprechend gut ins Bild gebracht werden kann. Ich versuche das mal so zu zeigen. Wenn dann der Ständer da steht und man entsprechend rundherum gehen kann und die Uhr aus allen Winkeln zeigen kann, finde ich das auch für Uhrenvideos eine sehr schöne Sache. Tja, das ist also mein Ständer, mein Uhrenständer, mein Ständer für die Uhren, also meine Halterung für die Uhren, genau, es ist die Halterung für meine Uhren für den Schreibtisch, war vergleichsweise teuer. Diese Billiggeräte hier gibt es ja schon für einen unteren einstelligen Eurobetrag, aber ganz im Ernst, das gefällt mir überhaupt nicht. Dieses Gerät hier hat, glaube ich, 35 Euro gekostet. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich mich hierüber geärgert habe, 10 Cent zur Seite getan hätte, könnte ich mir von dem Geld wahrscheinlich 2 oder mehr von diesen Uhren-Schreibtischhalterungen leisten. Ich bin restlos begeistert und ärgere mich, dass ich sie mir nicht schon viel, viel früher zugelegt habe. Das zu dieser Uhren-Schreibtischhalterung. Was ich euch noch zeigen wollte, das ist diese formschöne, passgenaue Lupenbrille. Ja, also es ist wirklich eine Lupe, die auch lupt. Es sind 2 Nasenflügel da, womit die Uhr, diese Lupenbrille dann auch gut auf der Nase sitzt. Die Lupenteile selber sind beweglich, sodass man sie auch hochklappen kann, wenn man sie nicht braucht. Aufgesteckt werden sie einfach durch einen kleinen Widerstand. Hier die nächste Größe. Einfach einstecken, einrasten und drin ist die Lupe. Die Größen gibt es von einfach
über anderthalbfach, zweifach, zweieinhalbfach und das dicke Ding hier ist die dreieinhalbfache Lupe. Was mir dabei sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass man Stereo sieht, also auch eine Tiefenschärfe hat und auch genau sieht, wann man mit dem Werkzeug die Uhr berührt und wie die Zeiger sich in der Tiefe zueinander verhalten, wenn man etwas schauen möchte. Wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Beleuchtung kommt durch 3 AAA-Batterien, die hier im Inneren untergebracht sind. Ich dachte erst, das Gewicht würde massiv stören, tut es aber wirklich nicht. Da war ich echt überrascht. Wenn man es einmal auf der Nase hat und trägt, ist es wirklich nicht unangenehm oder auffallend. Tja, dieses formschöne Teil aus Plastik hat bei Amazon knapp 15 Euro gekostet und es wird, glaube ich, eines der am meisten genutzten Utensilien werden, wenn ich ein Band wechseln möchte oder mir ein Ziffernblatt oder eine Uhr genauer anschauen möchte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch zwei interessante Zubehörteile vorstellen. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ihr könnt jetzt meinen Kanal etwas leichter abonnieren. Ich habe unten in der Ecke, also genau genommen mehr hier unten in der Ecke, da irgendwo, da irgendwo in der Ecke, also ihr findet es schon unterm Video, ein Logo eingebaut, nicht mein übliches Logo, sondern ein zusätzliches Logo. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr direkt abonnieren, ohne den Umweg über die YouTube-Funktion machen zu müssen. Tja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesen Zubehörteilen haltet, ob ihr vielleicht Tipps habt, die ebenfalls hilfreich sind und besser als das Bekannte, was man üblicherweise hat. Ich nehme die dann gerne auf und vielleicht mache ich dann auch darüber mal ein Video. In diesem Sinne, euer Watchmaster.